Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück bei Fräulein Elli. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid. In dieser Woche habe ich mal ausprobiert, selber Joghurt zu machen. Und wenn ihr rauskriegen wollt, wie das jetzt geklappt hat, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Ich esse sehr gerne Joghurt, sei es zum Frühstück oder mal als Nachtisch oder wenn ich abends irgendwie nicht mehr weiß, was ich jetzt noch essen soll, aber irgendwie noch ein kleines Högerchen habe, dann ist Joghurt immer das Mittel der Wahl. Und ich habe aber auch schon oft mich geärgert, dass das halt so schlecht verpackt ist. Es gibt natürlich Joghurt im Glas, aber den bekommt man auch nicht überall oder wenn man auch mal was ausprobieren will, was jetzt irgendwie mit Alternativen ist, irgendwie so Soja-Joghurt und so weiter, dann kriegt man das relativ selten im Glas. Und deswegen ist es manchmal so, dass ich mich schon ärgere über diese Müllberge, die da entstehen und dann doch auch hinterfrage, ob ich den Joghurt dann noch essen soll. Meine älteste Freundin hat mir aber letztens ihren Joghurtbereiter übereignet, weil sie gesagt hat, dass sie das ausprobiert hat, sie da aber dann irgendwie nicht so Lust hatte, das halt ständig zu machen, beziehungsweise das für sie dann auch einfach nicht so gut geklappt hat manchmal und sie einfach, dann gesehen hat, hey, ich glaube, das könntest du doch mal ausprobieren. Du magst es doch auch sehr gerne, Joghurt zu essen und das würde dir natürlich helfen, deinen Müllberg ein bisschen zu reduzieren. Von daher habe ich ihr Geschenk gerne angenommen und mir von ihr also ihren Joghurtbereiter mitgenommen und ich habe das Ganze jetzt aber auch ein bisschen auf die lange Bank geschoben, weil ich da einfach irgendwie auch nicht zu gekommen bin. Aber heute ist der Tag, an dem wir zusammen ausprobieren, wie man selber Joghurt machen kann. Und ich war erstmal erstaunt, dass das relativ einfach geht, weil man gar nicht so viele Zutaten braucht und das auch überhaupt nicht kompliziert ist. Von daher lass uns mal zusammen in die Küche gehen und gucken, wie eben das Ganze abläuft. Es ist wirklich denkbar einfach. Man braucht halt für den Start von so einer Joghurtkultur erstmal natürlich Bakterien, also Joghurtbakterien, die sind eben in Joghurt drin. Und es gibt auch so Joghurtbereite Pulver, das finde ich aber nicht so gut. Also ich habe jetzt einfach von einem bestehenden Joghurt, den ich noch hatte, einfach die Reste genommen. Das ist jetzt allerdings auch Joghurt, der nicht so fett war, also 1,5% Naturjoghurt. Und tatsächlich hätte ich einen Joghurt laut der Anleitung zu dem Joghurtbereiter nehmen sollen, der mehr Fett hat. Aber ich esse eigentlich immer diesen fettarmen Joghurt und deswegen hätte ich das eh irgendwie mal ausprobiert mit dem. Von daher passt es jetzt schon. Ich habe also erstmal in die ganzen Gefäße, die bei diesem Joghurtbereiter mitgeliefert werden, habe ich einen Teelöffel bis zwei Teelöffel von dem bestehenden Joghurt erstmal reingemacht. Das ist auch das, was in der Anleitung drin steht. Ein bis zwei Teelöffel pro Glas soll man eben schon mal reintun. Man kann entweder alles vorher in einem großen Behältnis zusammenmischen. Ich habe jetzt einfach alles in den kleinen Behältern zusammengemischt. Und was man dann halt noch macht, ist eben Milch dazu tun. Es steht in der Anleitung drin, dass man 3,8% oder 3,5%ige Milch nehmen soll. Alles, was drüber geht, ist natürlich auch okay, aber drunter funktioniert wohl nicht so gut, weil das dann eben nicht so wirklich fester Joghurt werden kann. Und deswegen habe ich jetzt wirklich normale Milch genommen in 3,5%iger Fetthaltigkeit. Und leider funktioniert zum Beispiel Hafermilch nicht, steht in der Betriebsanleitung, sonst hätte ich das einfach auch mit Hafermilch ausprobiert. Aber ich habe jetzt einfach fürs erste Mal das dann mit normaler Milch gemacht. Die habe ich ein bisschen angewärmt, weil es steht auch drin, wie lange das dauert, diesen Joghurt zuzubereiten. Wenn man kalte Milch nimmt, die halt aus dem Kühlschrank kommt, dann dauert das irgendwie 8 bis 9 Stunden. Und wenn man die Milch ein bisschen anwärmt auf 37 bis 40 Grad, dann dauert das nur 5 bis 6 Stunden, aber heißer sollte man es nicht machen, weil wahrscheinlich sonst die Bakterienkulturen halt absterben, die in dem Joghurt noch drin sind. Und ich habe dann einfach mit dem Thermomix das Ganze ein bisschen angewärmt, weil man das ja dann auch auf 37 Grad auch erwärmen kann, weil ich mir dachte, wenn das 3 Stunden Zeit spart, dann ist das wahrscheinlich vom Strom her besser, dann den Thermomix irgendwie 3 Minuten laufen zu lassen, als jetzt 3 Stunden länger das Gerät. Deswegen habe ich die dann angewärmt und eben die Milch, das waren 900 Milliliter Milch, die man nehmen sollte, eben auf die Gläser verteilt. Das hat dann nicht so ganz gepasst. Ich habe ein paar wahrscheinlich zu voll gemacht, da habe ich das noch ein bisschen umverteilt. Und da das einfach nur noch umgerührt, also dass der verbleibende Joghurt sich mit der Milch halt gut durchmischt.
dann einfach die Gläser zumachen, in diesen Joghurtbereiter stellen und dann habt ihr am Deckel, zumindest bei dem Gerät, was ich jetzt habe, habt ihr so eine Art Zeit-Memo-Skala. Da könnt ihr dann sagen, okay, in 5 Stunden ist halt diese Uhrzeit, dass ihr dann halt noch wisst, wann ihr das rausnehmen müsst. Ich habe das Ganze dann auf 6 Stunden gestellt, weil in der Anleitung stand, es dauert jetzt 5 bis 6 Stunden bei der Milchtemperatur, die ich da hatte. Und deswegen habe ich das halt einfach dann 6 Stunden weitergestellt und das dann einfach laufen lassen. Und zwischendurch habe ich einfach mal geguckt, halt von außen rein. Und man konnte schon sehen, dass halt diese Deckel so ein bisschen beschlägt und dass sich da auf jeden Fall was tut. Und dann habe ich das nach 6 Stunden rausgeholt und dann hat man halt gesehen, dass sich auf jeden Fall etwas getan hat. Und man hat gesehen, dass die Milch nicht mehr so flüssig war. Da war auf jeden Fall eine andere Konsistenz am Start. Und dann musste das Ganze nochmal in den Kühlschrank, um sich eben nochmal weiter zu reifen und zu setzen. Es stand jetzt nicht dabei, wie lange man das Ganze dann im Kühlschrank lassen muss. Deswegen habe ich da halt mal ein bisschen ausprobiert, wann das denn dann die richtige Konsistenz hatte. Ich habe dann so nach ungefähr 2 Stunden, nachdem ich das fertig hatte oder nachdem das Gerät das fertig hatte, mal aus dem Kühlschrank geholt und euch das auch einmal abgefilmt. Das war noch relativ dünn in der Konsistenz. Ich habe es trotzdem gegessen, fand den Joghurt auch lecker. Der schmeckt wirklich sehr mild. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich heute Morgen nochmal geschaut. Also das war dann schon so, ja, sag ich mal 12 Stunden später. Und da hatte ich dann wirklich einen Joghurt mit einer richtig guten Konsistenz. Also ja, fast schon stichfest, aber nicht so sehr. Also wenn man den dann umgerührt hat, dann hatte der auch noch eine recht schöne flüssige Konsistenz. Also so ein Mittelding irgendwie. Und das ist für mich eine gute Konsistenz, weil ich das sehr gerne mit Müsli esse und mit Früchten. Und dann kann ich das halt super gut vermischen und muss da nicht noch Milch oder so dazu tun, sondern kann das einfach mit dem Joghurt essen. Und das hat mir auf jeden Fall sehr gut geschmeckt heute Morgen, mein Frühstück mit diesem Joghurt. Und ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass das so gut funktioniert hat. Und jetzt habe ich natürlich noch vor, das ein bisschen noch zu twerken und zu gucken, was kann ich damit noch machen. Also vielleicht einfach auch mal mit einer pflanzlichen, alternativen Milch das Ganze zu machen. Hafermilch scheint ja leider nicht zu funktionieren, aber vielleicht sowas wie Sojamilch, Mandelmilch oder so. Muss ich mal schauen. Beziehungsweise Mandelmilch macht auch keinen Sinn, dass das funktioniert. Ich schaue mal, mit was man das alles so machen kann. Und eventuell gibt es da ja auch noch ein paar andere Dinge, die man da so ausprobieren kann. Das schaue ich mal. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall 7 von diesen kleinen Gläschen, 150 Gramm. Und das ist auch eine sehr gute Portionsgröße. Also da bin ich auf jeden Fall ziemlich begeistert jetzt erstmal. Und werde auf jeden Fall noch weiter mit dem Ding experimentieren. Also das hat sehr, sehr gut geklappt, ist eine super easy Sache, hat natürlich ein bisschen gedauert, also Zeit muss man etwas mitbringen, aber dann, man kann das Gerät ja einfach alleine stehen lassen und kann dann halt selber was anderes machen in der Zwischenzeit. Das ist natürlich dann auch okay, muss man halt einfach einplanen, dass man dann auch da ist, wenn man es wieder rausnehmen muss. Und ansonsten hat es mir wirklich gut gefallen. Also vielen Dank, liebe Claudia, dass du mir das Gerät überlassen hast. Ich bin mal gespannt, wie viele Joghurt-Kreationen ich da so mitproduzieren werde. Und ich möchte natürlich jetzt von euch wissen, ob ihr auch schon selber Joghurt gemacht habt. Wenn ja, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr das ganz ohne den Joghurtzubereiter gemacht? Lasst mal gerne ein paar Kommentare dazu da. Und wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Däumchen nach oben oder abonniert doch einfach meinen Kanal. Ich habe hier natürlich auch noch 2 weitere Videos für euch. Und ich hoffe, wir sehen uns direkt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch nur das Allerbeste. Tschüss!